Hey, willkommen zur nächsten Folge. Wir haben keine Lernpunkte mehr. Gut. Ich habe ja am Ende der letzten Folge gesagt, dass es ein wenig schwierig werden könnte jetzt bei dem, was wir hier gleich vorhaben. Denn es wird wieder eine Sequenz geben. Eine der wenigen. Da ist Milton auch schon und läuft runter. Und Sequenz heißt ja immer, dass hier alles abstürzt und nichts mehr geht und es gefühlt keine Lösung für irgendwas gibt. Aber als wir diese Anrufung des Schläfers bei der Bruderschaft hatten, hatten wir das Problem ja schon mal. Und da konnte ich es ja doch lösen. Und die Lösung war ja irgendwie, dass ich das alles nochmal deinstalliert habe, dann wieder installiert habe. Die Safe Games waren auch immer noch alle da. Und dann wieder diesen Steam-Fix installiert habe. Und ich glaube auch die anderen Patches und so. Ja, und ich habe das jetzt mal alles genauso wieder gemacht. Sound müsste auch wieder stimmen, denn es ist immer alles wieder auf zurückgestellt halt. Nochmal kurz. Quatsch. Genau, so müsste es, ja. Und, naja. Ich habe jetzt allerdings die anderen Patches da nicht groß mehr installiert und System Pack und so. Ich habe einfach nur diesen Steam Fix installiert. Könnte also sein, dass es jetzt trotzdem nicht klappt. Ich speichere nochmal. Und ich hoffe, dass irgendwie alles klappen wird, denn ja, ich will das Spiel natürlich noch ordentlich zu Ende bringen. Und ja, also wenn alles richtig geht, dann werde ich gleich die Sequenz, die eigentlich kommen müsste, dann einfach einfügen. Und dann machen wir weiter. Mal gucken. Hast du das Schwert und die Zauberformel? Hier, nimm die Zauberformel. Bist du bereit? So bereit, wie man für solch eine Wahnsinnstat nur sein kann. Dann kann es ja losgehen. Es ist vollbracht. Unglaublich. Der unscheinbare graue Edelstein schimmert nun bläulich. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Wahrscheinlich hast du recht. Das ist ein gutes Zeichen. Die magische Energie des Erzhaufens scheint tatsächlich in das alte Schwert übertragen worden zu sein. Aber unsere kleine Aktion hier scheint etwas Aufmerksamkeit erregt zu haben. Du solltest dich am besten direkt hier heraus teleportieren. Was wird aus dir? Mach dir um mich keine Sorgen. Ich werde mir schon was einfallen lassen. Geh jetzt! Okay. Wenn alles geklappt hat, dann habt ihr gerade das Video gesehen. Und ich muss jetzt einmal sehr, sehr schnell speichern. Denn ich kann an dieser Stelle einmal sagen, das ist nämlich jetzt alles nicht so gut gelaufen, wie ich dachte, mit dem Einfügen des Videos. Also, mit dem Einfügen des Videos glaube ich schon, aber ich meine eigentlich mit überhaupt dem Weiterspielen, dass das überhaupt jetzt hier mit dem Spiel weitergeht. Denn ich dachte, es wäre, wie gesagt, wie bei der Anrufung des Schläfers damals bei dem Video, wo ich dann einfach das Spiel nochmal deinstalliert hatte und dann nochmal installiert und dann diesen Steamfix nochmal installiert und dann auf 800x600 einfach geladen habe und alles war gut. Das hat nämlich leider hier nicht funktioniert. Und ich war gerade echt eine gute Weile lang aufgeschmissen. Ich habe da jetzt wirklich irgendwie anderthalb Stunden oder so nochmal rumgeprokelt und nichts hat funktioniert.
Und ich habe natürlich auch, wenn ich nochmal wieder recherchiert habe, nichts groß gefunden. Und ich habe dann gerade eben über den Mod-Manager Spine das nochmal versucht, irgendwie hinzukriegen. Und da hatte ich dann wiederum Probleme mit der Clockwork Edition, mit dem Renderer. Und das habe ich irgendwie versucht hinzukriegen. Und am Ende hat es jetzt gerade funktioniert, indem ich also den nochmal gelöscht habe, sozusagen, in den Systemdateien. Und dann, ich sag mal, das Häkchen rausgenommen habe bei Spine, weil Spine aktualisiert sich, glaube ich, auch nicht immer so schnell mit den ganzen Mods und so. Und dann habe ich über worldofgothic.de habe ich dann nochmal den entsprechenden Renderer manuell runtergeladen und eingefügt in die Systemdateien. Und dann hat es jetzt funktioniert, dass das Video einfach geskippt wurde. Ja, das Video wurde geskippt und wir sind hier gerade gelandet, wo wir gelandet sind. Also, das einfach nochmal zu dieser ganzen Odyssee. Und es könnte jetzt gut sein, dass es einfach mit Spine die ganze Zeit gut läuft. Das werde ich gleich nochmal testen müssen. Ich mache, glaube ich, gleich nochmal einen Schnitt. Und dann, ja, machen wir gleich weiter. Wir gucken uns aber erstmal nochmal Uriziel an. Und jetzt macht es auch wirklich Sinn, dieses Schwert zu benutzen, denn Trollfaust macht 20 Schaden weniger. Dies ist das Schwert Uriziel. Uriziel ist magisch geladen. Gut. Magieschaden macht das Schwert sogar auch noch 30. Dass eine Waffe noch extra Magieschaden macht, das hatten wir, meine ich, noch nie. Und natürlich macht die Trollfaust das nicht. Und auch noch zusätzlich Feuerschaden. Ziemlich krass. Und die Stärke, die benötigte, ist extrem gering. Und der Wert mit 10.000 ist natürlich extrem hoch. Also, ziemlich episch. Gut. Wir sollen uns am besten hier raus teleportieren, wurde gesagt. Wir haben jetzt hier gerade den Teleport zu den Wassermagiern an. Den würden wir natürlich jetzt eigentlich umstellen. Und eigentlich wieder Xardas einsetzen. Gut. Milton nochmal? Hallo. Okay. Wir sehen uns. Ja, Milton, der wird sich wahrscheinlich hier selber, also ich weiß nicht, er will sich was einfallen lassen oder vielleicht kann er sich ja hier raus teleportieren selber, aber dann hätte er das ja eigentlich gesagt, ne? Na gut. Okay. Dann mache ich nochmal hier so einen kleinen Schnitt und ja, gut, gespeichert hatte ich eigentlich. Aber ich will gerade im Moment irgendwie die ganze Zeit speichern, weil das so heftig ist, diese Sache hier geschafft zu haben. Okay, aber dann mache ich mal einen kleinen Schnitt und dann zeige ich euch noch, wie das hier mit den Wassermagiern so wäre, wenn man jetzt da hochrennt und dann, ja, machen wir halt weiter. Ja, okay, dann machen wir mal weiter. Scheint alles geklappt zu haben. Und ich glaube, dadurch, dass ich das mit Spine gestartet habe, habt ihr auch diesen Kapitelmarker gesehen, den letzten. Dieses Overlay. Ja, gut. Und dann laufen wir jetzt einfach mal zu den Wassermagiern. Aber ja. Also soweit ich mich erinnere, kann man jetzt gegen sie kämpfen. Also sie sind jetzt auch verwundbar. Aber ich wollen wir das ja nicht, ne? Ja, wobei jetzt gerade passiert nichts, aber wir gucken mal. Sei gegrüßt. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Okay. Sei gegrüßt. Ich kenne das so, dass die irgendwie meckern. Dass sie einen direkt angreifen. Aber als für dich, man muss ja nicht gleich jeder Okay, wissen. krass. Sind wir überhaupt richtig? Moment, wir haben keine aktuelle Mission mehr.
Ja, wir müssen ja irgendwie auch zu Sardas nochmal, ne? Ah ja, aber... Ah ja, okay, er hätte hier die ganzen Poki, Blitz, Eisblock und so weiter. Und er macht auch nichts. Ja, den ganzen Scheiß hat er immer noch und wir könnten von ihm jetzt sogar hier hunderte von Tränken abzocken. Okay, krass. Okay, dann ich will noch mal kurz testen, ob auch Kronos draußen verletzlich wäre. Man muss sich ja auch nicht überall einmischen. Okay, krass. Keiner mischt sich hier mehr ein. Also das ist nur wirklich nicht mein Problem. Aber die halten auch echt viel aus, ne? Manche lernen eben gar nichts dazu. Also eigentlich müsste hier das gesamte Lager hier an Aufstand machen, wenn man da... Okay, aber es ist eben sehr speziell, ne? Wir haben hier eben den möglichen Leuten schon alles abgenommen und so. Und naja, gut. Wow, krass. Ja, okay. Das machen wir natürlich jetzt nicht. So, noch einmal neu laden und dann geht's erstmal auf zu Xardas. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir hier auch noch die Rune vom Alpenlager haben. Also Feuermagier. Okay, also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die Wassermagier uns quasi angegriffen... Naja, was heißt angegriffen? Also dass da auf jeden Fall Mist passiert wäre und die auf jeden Fall sehr ungehalten sind und man ja nicht genau weiß, was sie gemacht hätten. Und deswegen sind wir lieber hier mit dem Teleport abgehauen. Sei gegrüßt. Ah, sehr gut. Wir können das jetzt endlich sagen. Na, was heißt endlich? Also, ist ja klar, jetzt erst. Ich habe Uriziel aufgeladen. Unglaublich. Das Schwert hat seine alten Kräfte wieder gewonnen. Nun führst du eine wahrhaft mächtige Waffe. Du erwähntest einen Weg, wie ich Uriziel auch als Magier wirksam führen könnte. Wenn du Uriziel genau betrachtest, wird dir der große, blau schimmernde Edelstein in der Klinge sofort auffallen. Er ist das Gefäß für die magischen Kräfte der Klinge. Wenn ich den Stein entferne, kann ich daraus eine Zauberrune herstellen, welche die Eigenschaften von Uriziel selbst in sich trägt. Eine Zauberrune aus Uriziel? Mit der Kraft der Rune wirst du deine Feinde ebenso besiegen wie mit der Kraft des Schwertes. Aber sei gewahr, dass nur ein Meister des sechsten Kreises der Magie eine solche machtvolle Zauberrune beherrschen kann. Ja, das ist natürlich jetzt die Todeswelle, ne? Weil ich meine, den Todeshauch, also diesen Einzelzauber, den heftigen, den kriegen wir, glaube ich, von dem eigentlich unbesiegbaren untoten Schaman. Entferne den Stein aus Uriziel. Dieser Schritt ist endgültig. Soll ich den Stein wirklich aus der Klinge entfernen? Ja, wir sind eigentlich sehr auf dem magischen Weg mittlerweile, ne? Aber... Ja, wir bleiben dann doch lieber beim üblichen Kämpfen. Nein, lieber doch nicht. So sei es. Die Klinge behält ihre magischen Kräfte. Wir können es aber immer wieder... sagen. Ich suche magisches Wissen. So, wir gucken mal, ob er noch irgendwas hat. Ah ja. Skelette. Golem.
Dämon. Die Armee der Finsternis ist hier, glaube ich, nicht mehr dabei. Ah, doch. Sogar noch sehr häufig. Oh, heftig. 13.000. Gut, wir gucken einfach mal, ne? Wir brauchen das ja jetzt nicht unbedingt alles. Ja, Feuersturm haben wir ja doppelt. Okay, Kugelblitz haben wir auch doppelt. Ich meine, Eispfeil brauchen wir im Prinzip gar nicht mehr. Weil es einfach schlecht ist. Feuerballspruch rollen und Untote vernichten. Feuerpfeil brauchen wir auch nicht mehr. Feuerregen. Selbst das brauchen wir nicht mehr. Licht natürlich nicht. Monsterschrumpfen behalten wir nochmal. Orkhund. Snapper behalten wir auch nochmal. Ah, jetzt ist es wieder alles ein bisschen buggy hier. Okay. Eigentlich brauchen wir jetzt auch die Trollfaust und sowas alles nicht mehr. Grachtnack, Schabernack behalten wir jetzt einfach mal. Eine Kriegsarmbrust verkaufen wir auch. Eine schwere. Okay, und alles, was unterhalb von unserem ausgerüsteten Zeug ist, das können wir natürlich auch verkaufen. Oh, das reicht schon. Wow. Irgendwie, die Menüs gehen irgendwie ganz schnell jetzt auf. Also, die Dialogfenster gehen irgendwie so schnell auf und zu, habe ich das Gefühl. Okay, aber bevor wir das dann auch vergessen, schauen wir uns nochmal an, was die Lehren der Götter so sind hier. Der kleinen Lesestube bei Xardas. Okay, Band 1. Höre die Worte der Götter, denn es ist ihr Wille, dass sie gehört werden. Befolge die Lehren der Götter, denn es ist ihr Wille, dass sie befolgt werden. Achte die Priester der Götter, denn sie sind erwählt. Die Worte Innos. Und möget ihr nicht verstehen, so verzweifelt nicht an den Worten der Priester. Ihr Tun ist gerecht und weise. Denn ich bin die aufgehende Sonne, das Licht und das Leben. Und alles, was da wieder der Sonne, ist wieder mir und soll verbannt sein auf immer und ewig in die Schatten. Ja, es klingt zum Teil, ja, christlich, ne? Doch, ja. Die Worte Adanos. Arbeite und lebe, denn der Tag ist gemacht dafür, dass der Mensch arbeite. Suche das Lernen und Wissen, auf das du es weitergeben kannst, denn so bist du geschaffen worden. Wer aber müßig und faul, der soll verbannt werden auf immer und ewig in die Schatten. Okay, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, dass es bei Adanos auch ganz viel um Arbeiten und so geht und fleißig sein. Na gut. Die Worte Belias. Wer aber handelt Unrecht und gegen den Willen der Götter, den will ich strafen. Den Körper mit Schmerz, Leid und Tod, den Geist werde ich aber zu mir nehmen, auf immer und ewig in die Schatten. Tja, ja, es hat so teil was Christliches, so, ne, gottesmäßig, aber teils auch vielleicht so ein bisschen höllenmäßig, ne? Genau, dann gucken wir mal noch Band 2 an. Vom Anbeginn der Zeit. Es ward noch kein Tag oder Nacht und kein Wesen zog über die Welt. Da erschien der Welt Innos und sein Licht erhellte alles. Und Innos schenkte der Welt das Leben. Da aber kein Wesen im Licht des Innos leben kann, schuf er die Sonne. Das Licht war aber noch zu stark. Da teilte sich Innos und schuf Belia. Belia brachte die Nacht. Nun konnten die Menschen sein. Da teilte sich Innos erneut und schuf Adanos. Adanos gab den Menschen die Vielseitigkeit, Wissen, Neugier und Mut. Innos war sehr zufrieden mit sich und seinem Werk. Ja, das ist ziemlich, ja, von der Genesis, von der Bibel so abgemünzt, ne?
Gott sah, dass es gut war und so weiter. Und er beschloss, die Menschen Adanos ganz zu überlassen, um zu ruhen. Belia aber wurde von Neid zerfressen, denn die Menschen beteten nicht zu ihm und ruhten des Nachts. Da wurde er zornig und er formte sich einen Menschen. Einen Menschen, der nur ihn anbeten sollte. Der Mensch aber ward genau so wie alle anderen Menschen. Belia wurde so stark von Zorn erfüllt, dass er den Menschen tötete und sprach, wenn sie mich nicht anbeten, dann sollen sie mich fürchten. Und er schuf den Tod und nahm den Menschen das Leben. Ja, mal wieder so eine übliche Neid- und Hassgeschichte. Gut, dann Band 3 noch. Innos gab den Menschen die Macht, ihn zu hören und zu ihm zu sprechen. Er gab ihnen die Macht, große Wunder zu vollbringen, und er nannte sie Magie. Mit dieser Macht konnten die Menschen die Welt frei nach ihrem Willen gestalten. Es gab keine Grenzen, die Innos ihnen aufzeigte, und so hatten die Menschen Teil an der göttlichen Schöpferkraft. Aber die Menschen Aber die Menschen waren sich alle gleich und das gefiel ihnen nicht. Also nahm er denen, die unzufrieden waren, die Kraft. Die wenigen, die sich dankbar zeigten, stellte Innos über alle anderen. Diese Menschen wurden alsbald verehrt und gefürchtet und wurden Priester genannt. Doch auch unter ihnen gab es viele, die bald unzufrieden waren. Und so kam es, dass sie zu Adanos beteten und ihren Ursprung vergaßen. Die Riege der Priester war gespalten, Kriege wurden entfesselt und auch der Glaube an die göttliche Allmacht war bald schon nur noch Mythos. So teilten sich die Priester. Die dem Adanos folgten, nannte man nun Magier des Wassers. Die Geweihten des Innos hießen aber die Magier des Feuers. Okay, da hat man jetzt doch noch einiges an Lore mitgekriegt. Aber ehrlich gesagt, das ist jetzt eigentlich, also mit der Teilung der Magier, der Kreise in Feuer und Wasser, hatten wir doch eigentlich mal erfahren, dass das eigentlich relativ, kurzzeitig her war, also was die Barriere hier anging und so weiter. Okay, komisch. Vielleicht haben sie da irgendwas nicht ganz, richtig in Reihenfolge gebracht, hier lore-technisch. Oder es ist irgendwie in der Lore schon vorher passiert mit der Aufteilung. Und in der Barriere haben sie sich auch nochmal aufgeteilt. Aber nee, das ist eigentlich komisch. Okay, irgendwas passt da, glaube ich, nicht ganz. Na gut. Dann, bevor wir zurück zum Schläfertempel gehen. Wir haben ja eigentlich keine Quest mehr, komischerweise. Aber bevor wir dahin zurückgehen, benutzen wir natürlich noch den Teleport zu den Feinden. Oh. Ich hatte mir fast gedacht, dass es jemand durch das Pentagramm versuchen würde. Aber im Gegensatz zu diesem verräterischen Schmied Stone brauchen wir dich nicht mehr. Wo ist Stone? Hinter Gittern. Aber dafür wirst du gleich unter der Erde liegen. Schnappt ihn euch, Jungs! Und macht ihn kalt! Na, oh, Drecksack. Was hast du mit der... Oh. Wow. 700. Und ein neues Schwert. Prankenhieb. Tollo. Ja, der Haushofmeister. Oder was das war. Der auch Laute spielen musste, glaube ich, immer, ne? Der Gommes, der ja... Der hat ja fast nur Lauten, wie lustig. Wahrscheinlich, weil er so oft angefangen hat, irgendwie Laute zu spielen im Spiel. Und jedes Mal, wenn man in der Nähe war und er irgendwie angefangen hat, dann hat er wieder eine neue. Keine Ahnung. Hm. Der Schmied Stone ist also im Gefängnis. Genau, und darauf wollte ich nämlich letztens hinaus. Bei dem können wir nämlich, meine ich, was wegen der Rüstung machen. Ich
glaube, wir holen uns sogar mal einen Golem. Und irgendwie sollten Leute mit ihm zusammen hier angreifen, aber das haben sie nicht gemacht. Da ist irgendwie keiner. So, dann gucken wir mal. Rankenhieb. Einhandwaffe. Ja, 55 Schaden. Toll. Und tatsächlich, hier liegt der arme Drago. Ertränke. Ring der Unbesiegbarkeit. Feuerball Rune. Und der arme Choristo, der Anführer der Feuermagier mit der hohen Robe des Feuers. Ja, das haben sie natürlich auch nicht verdient, aber wie Xardas gesagt hat, sie haben sich halt am Anfang auf den ganzen Mist eingelassen und dann passiert natürlich auch weiterhin Mist, ne? Dann trinken wir einmal einen Wein auf sie. Moment, was haben wir denn da noch? Ach, wir haben nur ein normales Bier, okay. Na, gucken wir mal. Na gut. Na gut, wir schlafen hier einfach nochmal. Aber wir wissen natürlich, wir dürfen nicht zu lange zögern, denn es ist ja alles so eine Sache mit dem Schläfer, ne? Der soll ja angeblich von Korkalom und so weiter aufgeweckt werden. Na, ah, Damarok liegt hier. Okay. Moment. Da liegen die anderen. Ist das Raven? Kann man mit dem reden? Okay, wir nehmen jetzt diese ganzen Bücher nicht noch extra mit, aber wow, extrem viele Tränke. Dem haben wir natürlich auch schon mal irgendwann irgendeinen Mist verkauft, ne? Na, komm, den nehme ich jetzt nicht mit, den Mist. Wow. Moment. Ah, Raven. Na, komm. Tja, wir machen auch Feuerschaden. Rabenrecht. Tja, das war's mit dir, Mistkerl. Irgendwie erinnere ich mich gar nicht mehr an die Waffe. Boah, eine 70er Einhandwaffe, auch nicht schlecht. So, mal gucken. Hatten wir jetzt hier... Den hatten wir, okay. Dann hatten wir hier auch schon genügend Mist angerichtet. Können jetzt hier nochmal richtig schön... Oh, Skip. Den kleinen Streit vergessen wir, okay? Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen. Ah, wir müssen mal gucken. Vielleicht... Ist der eh gleich platt. Bleib locker, hat gewonnen. Aber der war ja vorher unsterblich. Alles klar, wir haben seine Sachen einfach so gekriegt. Siegbringer, ich glaube, das ist auch neu. Ah, 46, ich glaube, wir hatten das schon mal. Ich weiß gar nicht, wie man da hin
kann sogar sein, dass man da gar nicht hinkommt. Okay, wir haben aber jetzt einen sehr großen Freund, der hier den Boden erzittern lässt. Wenn er mal angreifen würde. Oh, Matt läuft da noch rum. Ratte, Finger weg. Hier zeige ich. Wie lustig. Dein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Moment mal, was? What? Das war Matt, glaube ich. Der, ich meine, das hat er jetzt auch nicht verdient. Was läuft denn hier rum? Okay, Leute. Wir setzen noch mal einen drauf. Scheiße. Ach, jetzt können wir das vergessen, weil wir hier angegriffen werden. Na komm. Ach, sehr schön. So. Yes! Oh, der ist aber auch schon fast tot, ne? Wow! Die ganzen heftigen Typen hier. Arto. Ring der Gewandtheit. Artos Schwert. 65 Schaden. Okay, der Dämon ist aber auch fast platt. Aber es waren hier auch mit die stärksten Typen. Und ich meine, das Gasschwert... Hier, Einhandwaffe, 85 Schaden. Ich meine, das Gasschwert ist auch das stärkste Einhandschwert im ganzen Spiel. Torus steht da auch noch. Oh. Oh, Scheiße. Du Scheiß, okay. 200 Erz hat er. Torus Schwert. 90 Schaden. Zweihandwaffe aber. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, der räumt ja hier richtig auf. Oh Gott. Moment mal. Altaran? Die ganzen Typen hier haben Baltaran gekillt. Okay, ich glaube, er hängt fest. Oh Gott. Ja, gut, die Butler, ne? Die armen Butler, die... Wollen wir jetzt mal nicht zu hart angehen. Na? Du Held. Ach, verdammt, wir killen die ja sofort hier, glaube ich, mit dem Schwert. Ja gut, die Schatten. Was, Grimm? Die... What? Die haben hier Grimm auch noch gekillt. Ich weiß gar nicht, ob man die Winde überhaupt bedienen kann. Mal gucken. Ja, bringt aber nichts. Okay. Und hier konnten wir ja immer nicht rein. Hier haben sie uns ja angegriffen. Deswegen gucken wir einmal voller Genugtuung hier noch rein. Rechts, links. Rechts, links, rechts. Rechts, links. Rechts, links, rechts. Ah, rechts, links, rechts, rechts. Oh, hier war ein Feldbogen drin. Okay, aber sonst nur Standardkram.
Das hätte man wahrscheinlich mit Schleichen irgendwie hingekriegt. Verdammt. Oh nein, ich vergesse immer, dass das Schwert sofort alle Leute irgendwie killt hier. Grabo, okay, das, wir tun mal so, als wenn das jetzt nicht unbedingt passiert ist. Okay, Diego ist auf jeden Fall nicht mehr hier. Dorus Schwert. 90 Schaden. Aber wesentlich schlechter natürlich als unsers. Okay, alle hauen ab. Natürlich. Da oben stand aber noch so ein fieser Gardist. Na, Armee der Finsternis ist jetzt vielleicht ein bisschen heftig. Wow, da unten wurden auch noch welche getroffen. Krass. So, nochmal kurz heilen. Puh. Ja, die Rüstung, die die krassen Gardisten hier tragen, die kann man in der Tat auch gar nicht bekommen im Spiel. Also ihr könnt euch dem alten Lager anschließen, aber dann passieren halt gewisse Dinge auch, die alles umwälzen. Da hatte ich ja mal gesagt, das wollte ich nicht unbedingt spoilern, falls das noch jemand so spielt dann. Genau, aber ihr könnt es natürlich nachschauen dann. So, mit eurer Schikane ist es nun zu Ende und ihr habt ganz schön viel Shit mitgemacht hier. Bis hin zu der Ermordung der Feuermagier. Er hätte sich mal lieber hochziehen sollen, dann wäre er hier noch besser hochgekommen. Ja, also früher habe ich das natürlich so gemacht, dass ich dann auch jeden einzelnen Butler noch versucht habe zu jagen bis zum Ende und so, ne? Kann schon sein, aber wen interessiert das? Erstmal ab. So. So, wir räumen hier noch ein bisschen weiter auf im alten Lager. Aber wir gucken mal, wie weit wir hier so kommen. Achso, wir können eigentlich natürlich auch eh mal die Tränke nehmen, ne? 5 Minuten, zack, falls wir irgendwen Wichtiges nicht kriegen. Jackal hatten wir ja schon. War doch klar, dass das... Krass. Der Schatten hat sich durch das Tor durchgebackt. Das macht er da jetzt wahrscheinlich auch. Okay. So, keine Angst, Junge. Du hast jetzt vor uns hier nichts groß zu befürchten. Ja, hier sind halt echt viele Butler, ne? Da kann man wirklich... Oh, Dexter!
dem hatten wir jetzt auch so viel Mist verkauft, ne? Egal, das kann sich holen, wer will. Norris, haben die auch gekillt hier? Alter. Ups. Aber, ich hab's ja schon mal gesagt, ob jetzt wirklich alle Leute, die wir vielleicht mal hier im gesamten, in der ganzen Kolonie so erwischt haben, auf irgendeine Art, ob die nun alle wirklich das nicht überlebt haben oder irgendwie doch, das werden wir dann in späteren Spielen vielleicht noch sehen. Oh, nicht getroffen. Oh, Whistler. Das, hatte ich dann, ich hatte auch irgendwie noch erwischt. Ich halt mich da lieber. Wobei, Whistler bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob der irgendwie nochmal vorkommt später. Verlass dich auf jemanden. Aber wie gesagt, ne? Also, wenn jemand nochmal später vorkommt, dann verbuchen wir das wieder so, als wenn er das dann irgendwie doch überlebt hat. Auch wenn die Leute dann, glaube ich, nicht später darauf eingehen werden, dass man da irgendwie mal gekämpft hätte oder so. Hallo Sly. Na Sly, hast du es doch noch geschafft, hier zu fliehen? Ja, das Amulett des toten Gardisten Neck damals. Das kann sich auch holen, wer will. Ach so, und an dieser Stelle kann ich auch nochmal sagen, auf dieser Bühne spielen tatsächlich eigentlich sogar irgendwann, ich glaube, wenn man sich dem alten Lager anschließt, da spielen dann tatsächlich in Extremo, also die Band. So in der Gothic-Version. Und zum Beispiel der YouTube-Kollege Dan, der hat da auch mal ein Let's Play von diesem Spiel gemacht. Und der hat das dann eben auch rausgeschnitten an der Stelle, weil das natürlich dann auch wieder so eine rechte Geschichte ist, ne? Ja. Gut, ich denke, wir haben, also wir hatten ja damals schon mal so ein bisschen aufgeräumt, ne? Aber ich glaube, wir haben jetzt alle fiesen Unterdrückertypen und komischen Gardisten und so hier besiegt. Ansonsten ist natürlich noch die Burg übrig mit Gomez und so weiter, ne? Aber das heben wir uns dann für nächstes Mal auf. Und nächstes Mal, genau, wollte ich euch auch noch den kleinen Trick zeigen, den ich mal meinte hier. Ja, okay, gut. Dann speichere ich halt nochmal. Dann erstmal bis hierher und bis zum nächsten Mal.